Fans von Mayoji Nordde Bundes-TV und heute gucken wir, was Christian kocht. Er kocht für uns alle, für Papa, mich, Ujas, Marie und für sich. Und jetzt gehen wir gucken, was er kocht. Checkisa! Gucken wir, was Ujas und Christian machen zu essen. Und zwar machen wir das Ganze mit so ein bisschen Salat, Eier, Käse und Hackfleisch, ihr seht's ja. Und Tomaten. Naja, das ist jetzt Gemüse und ja, mal sehen, wie es wird. Da. Also ich rühre die Eier um so, damit sie nicht so hart bleiben. Und ich helfe auch Christian ein bisschen, damit er nicht so viel zu tun hat. Was machst du mit so vielen Eiern? Die braten wir gleich mit Christian an. Wir machen ja Web und da braucht man ja Eier. Außerdem könnt ihr hier gerade sehen, wir braten hier Hackfleisch an. Also ja, das machen wir ja auch dazu, damit wir auch ordentlich Proteine bekommen. Das kann ich helfen. Ja, gleich, wenn wir die Wraps, wenn das Fleisch fertig ist und die Eier fertig sind, dann kannst du gleich deinen eigenen Wrap belegen, wenn du möchtest, okay? Okay. Ja. Es war einfach nur Salz, damit es eine gewisse Würze bekommt. Ja, mehr war das gar nicht. Also, ich rühre gerade die Eier. Wir sind gleich fertig mit. Ich bin gleich fertig mit den Eiern. Und danach helfe ich Christian bei dem Gemüse. Danach machen wir auch noch die Eier rein. Danach. Dann können wir unsere eigenen Sachen auf die Website reinmachen. Genau. Und das war's auch schon. Afrika Trejo, Lazare, c'est abolé. La maloba yo kamba, mon profi, c'est qui? Suki wa profi, ba yo kaka yo. Wir müssen noch die Eier anbraten und dann kann es auch ans belegen, ja, dazu kommen und ja, braucht noch ein bisschen, aber ja, wir sind gleich fertig. Alles? Ja. Jetzt kannst du umrühren, Prinz. Los, rühr um, schnell, du musst alles umrühren. Sehr proteinreiche Nahrung, also da sind sehr viele Eiweiße drin, deswegen, und Eier schmecken auch immer lecker, deswegen würde ich sagen, darf das gar nicht fehlen, wenn ihr auch solche Wraps machen wollt. Also wir belegen das dann auch noch auf. So, wir legen jetzt einmal erstmal die Eier weg in einen anderen Behälter, damit wir schön viel Platz haben. Und dann passt es auch schon mit dem Anbraten. Die Pfanne können wir dann wegmachen und auch nicht mehr. So, was kommt als nächstes? Und zwar machen wir jetzt unsere Tortilla Wraps. Das war wie folgt, dass wir das auch machen. So. Ja,
Also, wir nehmen so und ein Wrap. Nein, nein, wir essen jetzt. Nehmen wir einen Löffel und nehmen von dem Fleisch. So. Nehmen wir das erstmal so hin. Noch einen Löffel. Noch einen, dann nehmen wir einen Löffel von Ei. Ein Rührei, was wir gebraten haben. Und das auch hier hin. So. Jetzt nehmen wir uns Salat und Tomaten. Packen dies hier auch drauf. So. Ein bisschen davon. Ja, wir haben jetzt in dem Fall sehr viel Fleisch, deswegen kann ich jetzt noch mal ein bisschen was aufpacken. Und ja, so gesehen war es das jetzt auch. Wir können jetzt das Ganze mit, keine Ahnung, Tomatenketchup oder sonst was noch vermischen, damit es ein bisschen mehr Geschmack noch hat. Also da könnt ihr Soßen eurer Wahl nehmen. Und jetzt müssen wir das ganze Ding falten, das ist gar nicht so leicht. Und zwar nehmen wir uns einmal hier diese Spitze, dann haben wir das gleiche hier. Jetzt versuchen wir das umzuklappen. So. Zack. Und das auf der anderen Seite ebenfalls. Wir nehmen hier diese Seite und versuchen dies so in die Richtung umzuklappen. Ist gar nicht so leicht, deswegen habe ich auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Und dann drehen wir das auf die Seite, wo es geöffnet war. Und jetzt nehmen wir gleich nochmal die Pfanne und braten das an, damit es sich verschließt und dann können wir das auch genießen. Kann ich jetzt auch mal machen? Ja, du hast gesehen, wie das geht, also. Mach das mal. Christian zeigt mir, was ich machen kann. Dann, wenn Christian erwachsen ist, dann kann ich das auch machen, dann ihm auch was zubereiten, dann Christian geben. Ja, okay, dann fangen wir an. Was haben wir gemacht? Erstmal nimm 2 Löffel von diesem Fleisch. Okay, ja. Genau so, verteilt. Noch einen. Du sollst nicht übertreiben. So, okay. Jetzt nimmst du dir was? Eier. Ja. Nimm dir einen Löffel. Ein oder zwei? Ein. Und hast du zwei? So. Okay, nimm den Salat jetzt. Salat. Nimm mehr Salat! So, genau. Jetzt machst du es da auch drauf. Ja, und jetzt könntest du das, also jetzt kannst du auch einfach verschließen, so wie ich es gemacht habe. Das haben wir da angefangen. Achso, ja, Soße. Dann machst du dir was drauf. Ketchup. Willst du Mayo dazu? Ein bisschen. Hier, warte. Dann kannst du Mayo nehmen. Warte. Schließen. Hast du dir gemerkt, wie es geht? Los, mach mal. Ja, hier ist das Problem leider, dass es sich geöffnet hat, aber was soll man da machen? Was es einfach so ist, halt so passiert. Ist es jetzt aufgegangen, deswegen versuchen wir das Ganze noch zu retten mit Zahnstocher. Fehler passieren, aber aus denen lernt man natürlich. Also ja, lass euch nicht unterkriegen und versuch es einfach. So. Oh, ich versuche noch so viel wie möglich zu retten. So, das kann noch wieder rein. Bitte nicht meinen. Ja.
Ja, so. Okay, und jetzt in der Theorie wäre es fertig gewesen. Hätte ich das jetzt richtig hinbekommen, dann würde es viel schöner aussehen. Also ich versuche nochmal ein Burrito. Und wenn es gut aussieht, dann könnt ihr es ja nochmal sehen. Und ja. Dann kann ich diesen Buch. So, jetzt ist Brenz dran mit seinem. Wir haben jetzt hier schon Fleisch gemacht. Jetzt kannst du dir, nimm dir einen Löffel von den Eiern. Genau, kannst noch einen machen. So, okay, genau. Jetzt, was nimmst du dir? Salat, genau. Ich nehme mal ein bisschen auf Tomatenkorn. Genau. Ordentlich Salat. So, nehmen wir noch mehr Tomaten. Ja, genau. So, und jetzt kannst du die Ketchup oder Mayo nehmen. Beides. So, dann ist schon heiß wieder. Genau. Okay. So, jetzt kommen wir wieder zu einem schwierigen Part, und zwar dieses Einstülpen. Und zwar versuchen wir das wieder so. So ein Burrito. Warte, versuchen das so einzurichten. Zack. Dann hier auch. Zack. So. Einpacken. Zahnstocher. Und. So, okay. Ah, ne, jetzt brauchen wir den nicht. Das passt, denke ich mal. Und jetzt einfach anbraten und hoffen, dass es klappt. Und wenn es klappt, dann sieht es auf jeden Fall besser aus als der erste. Ihr müsst euch mal gleich Oyas Burrito angucken, und der isst ihn gerade schon. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Also. Oyas, zeig mal dein Burrito. Wenn es anbrät, schneide ich jetzt noch mal ein bisschen Salat, weil wir, naja, wir sind halt eine vierköpfige Familie und da will jeder was haben, und natürlich reicht da nicht so wenig. Jetzt, ihr seht hier der Verschluss, es hat sich verschlossen. Das ist ein gutes Zeichen, und dann könnt ihr auch euren Burrito ohne Sorgen genießen. Jetzt nehmen wir noch einen Teller, richten das an, und dann kann ich den Sino, kann es dann essen. Ja, by the way, das ist jetzt gerade meiner, so sieht der aus. Hallo, ich bin Prinz so schön. Und ja, so. Zack, Prinz hier, guten Appetit, ist dein Burrito. Danke. Viel Spaß. Das Essen machen? Okay, komm. So. Warte, wir brauchen erstmal eine Erhöhung für dich. Ja. Du musst groß werden. Okay. Okay. Okay, Marie. Warte. Vorsicht, ein bisschen. So, okay, genau. Jetzt, also wir machen Wraps, okay? Wir nehmen einen Löffel von diesem Fleisch. So, mach's da drauf. Ja, genau so, noch ein Löffel. Ja, genau. Okay, jetzt nimmst du dir was von diesen Eiern. Ja. Ja, komm, noch ein Löffel. Subi. Okay, wir können hier noch mal hier so Fleisch nehmen, weil wir haben noch einiges an. So, packen wir das so in die Mitte. Okay? Ja. Willst du Salat? Ja? Okay, und erwartet? Hier, nimm die Salat. Los. Nimm die ruhig. Nimm. Alles gut, nimm. So, genau. Viel Salat. Willst du Tomaten? Ja, okay. Leg's dahin. Ja, nur eine? Nur eine. Mein Wrap ist aufgegangen. So, dann nehmen wir das so. Guck mal, willst du Ketchup oder Mayo? Beides. Mayo, okay. Machen wir Mayo. So, hier drauf. Willst du machen? Mach. Los, drück. Genau. Los, stark. Ja, genau so.
Okay, jetzt müssen wir den Wrap zumachen. So machen wir das so. Zack, einklappen. Einklappen. Das an der Seite nur noch so. Zack. Einklappen. Und nochmal hier an der Seite. Und wir sind schon fertig. Und es ist gar nicht größer als ein Handy, wenn ihr es nochmal anguckt. Ja, Marie, super gemacht. Freust du dich schon? Du hast dein eigenes Essen gemacht, Marie. Sehr stolz. So, und ihr seht, sogar ein kleines Kind kann das machen. Und wenn die es schaffen, dann schaffen wir es auch. Also sind relativ einfach. Wir haben halt jetzt nicht viele Mengen benutzt für die Kinder, weil die jetzt auch nicht so viel essen. Aber ihr könnt euch schon einen Wrap voll machen. Also ihr könnt da 2-3 Stück essen und ihr seid dann fertig. Wenn ihr euch wirklich Fleisch reinmacht, gibt auch viel mehr. Also ihr könnt euch zum Beispiel Chicken reinmachen, ihr könnt, keine Ahnung, ihr könnt euch Schweinefleisch reinmachen, wie ihr möchtet. Also es ist sehr variierbar und im Endeffekt auch sehr lecker. Das war es auch eigentlich schon. Also jetzt machen wir noch einen Wrap für Papa und dann kann es auch schon ans Essen gehen. Also wir essen dann alle gemeinsam am Tisch und ja, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich. Mein Name ist Chris und ja, guten Appetit. Christian hat uns gezeigt, wie man das macht. Und jetzt essen wir und Christian. Und wir haben und es ist ganz lecker. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch mal selber ausprobieren. Folgt einfach dem Video und guckt es euch an, dann könnt ihr es euch auch nachmachen. Vos abonnieren am Major Gino der Bundes-TV, lasst ein Like da. Tschüss. Und dann machen wir was, das kocht. Und ich bin Marie. Und die Mama ist brennt. Und ich gucke Fernseher. Chris sagte, dass du das Essen gemacht hast, aber wie ist dein Geheimnis von dem Essen? Ach so, mein Geheimnis? Naja, also ich habe jetzt kein Geheimnis, aber ich würde sagen, wie ich drauf gekommen bin, ist folgende Sache. Und zwar habe ich mich mit Ernährung ausgesetzt. Also ich habe gerade Lust, sehr viel, also aktiv im Gym zu trainieren. Und dafür brauchst du halt eine gute Ernährung. Zur guten Ernährung zählt Kalorien, also ich möchte zunehmen. Dann zählt da auch noch sowas wie Proteine, die man auch zu sich nehmen sollte. Also Proteine sind ja da durch das Fleisch und die Eier. Und Kalorien kannst du dir, also du kannst dir diese Wraps so zubereiten, dass du halt, keine Ahnung, 500 Kalorien pro Wrap hast. Und dann isst du 4 Stück, hast dann insgesamt so 2000 Kalorien drin und musst dann noch, also musst dann nicht mehr so viel essen. Ja, das war halt einfach so, weil ich anfangen wollte mit Leistungssport und brauchst halt eine gute Ernährung. Zudem sind da auch, also wie gesagt, auch andere, naja, Vitamine enthalten, die du zu dir nimmst, die wichtig sind, zum Beispiel Muskelaufbau und ja, das ist eigentlich alles. Also ich habe mir einfach geguckt nach einem einfachen, relativ billigen Rezept und je nachdem, wie viel also ihr benutzt, kann es variieren. Ihr könnt es in veganer Variante machen, ohne Schwein. Also macht es ruhig auch mit euren Kindern, probiert es aus. Es ist relativ spaßig und es ist auch einfach. Also ihr habt es gesehen, sogar meine kleine Schwester Marie konnte es machen und ich denke, ihr werdet es auch schaffen. Ciao. Und ich bin Zayabino, Mayo Gino de Bundes TV. Hallo, Raeli Susu, hallo, Puna A. Silisa, Yitnin in Abiso Romoni. Ich wollte uns da gerade mit einer Rezbe, aber Mama Abiso. Oui, Balandia, Mayo Gino de Bundes TV, to Eli Susu, Ponako, Basola, Pokémon Susu, et Zali Solo, Nan Solo, Goya, Kito. Vos abonnés, Nan Mayo Gino de Bundes TV. Oui, bonjour à tous, c'est votre humble serviteur, Mayo Gino de Bundes. Nous sommes venus. Thank you.
is your man, Mayo Gino, the Bundes TV, I'm saying. We got a nice suit right here. You know, if you need it, just call me. It's very, very cheap, you know what I'm saying? It's not expensive. You will be good. Now, when you wear good, the lady will watch you. Look at me, how I look like, you know? So material, don't forget it. Very, very nice material, you see? This one, I'm gonna show you what's going on here inside. So, let's check it out. See, I'm gonna show you. You can read yourself. You see this one? Aye, you know what time it is? It's time for food. Thank you. See you later.